So, dann probiere ich es jetzt nochmal. Rede einfach mal jetzt ein bisschen was und schaue, ob die Kamera jetzt weiter rumzickt oder ob sie vielleicht jetzt mal ein bisschen mitmachen möchte. In den letzten zwei Versuchen hat sie ein bisschen hinterhergehangen, was dafür gesorgt hat, dass Ton und Kamera verzerrt waren. Und habe jetzt daraufhin die Kamera nochmal komplett entfernt, also die Kamera in OBS nochmal komplett entfernt, nochmal neu hinzugefügt. In der Hoffnung, dass es A funktioniert und B ich nicht jedes Mal jetzt machen muss. Deswegen habe ich jetzt auch immer die Kamera nochmal ein bisschen im Blick, weil es mega nervig ist, wenn jetzt Ton und Webcam verzerrt sind. Das wäre ein Worst-Case-Szenario, das ich so nicht möchte. Und deswegen schaue ich jetzt noch mal eben kurz rein. Und ja, wie gesagt, werde es auch immer wieder im Blick behalten müssen. Und würde sagen, wir starten jetzt trotzdem mal rein, denn wir haben jetzt genug Zeit verschwendet. Space Engineers ist jetzt der dritte Versuch, dass ich zu erklären versuche, warum ich denn jetzt Space Engineers spiele, also ein komplett neues Spiel. Wir haben auch noch genug Projekte, die so laufen. Und der Grund ist ganz einfach, dass das ein Spiel ist, welches ich, ich glaube, vor 8, 9, 7, 8, 9 Jahren vielleicht wirklich exzessiv gezockt habe. Und seit wann ist es überhaupt draußen? Ich weiß es gar nicht. Ich meine, es wäre vor 6, 7 Jahren gewesen. Ich will jetzt nicht lügen. Ich glaube, so alt ist es nämlich noch gar nicht, in Bezug auf meine 9 Jahre, die ich eben gesagt habe. Nein, also es ist ein Spiel, ich habe es wirklich exzessiv gespielt und das war auch so das Erste, wo ich gedacht habe, ey, das wäre doch mal richtig cool, sowas im Stream zu machen und vielleicht auch mit mehreren Leuten mal, das wäre doch mega cool. Und ja, jetzt ist es soweit. Ich hatte damals nicht die Kapazitäten, ich hatte nicht die finanziellen Mittel, ich hatte nicht den Platz. Es hat einfach an allen Ecken und Enden gefehlt. Ich war ja schon froh, dass es flüssig gelaufen hat damals. Und aber jetzt ist es soweit. Ja, ich habe mir vor kurzem, ich habe es jetzt auch schon in den letzten Streams gesagt, ich habe technisch aufgerüstet, sodass ich jetzt streamen und Space Engineers gleichzeitig spielen kann. Das hat vorher nicht funktioniert. Jetzt ist es soweit und ich kann einfach nicht mehr länger warten und muss jetzt das tun, was ich eigentlich schon immer vorhatte und auch schon hier und da zu Beginn oder angefangen habe zu machen, nämlich ja eine Art Bergbasis zu bauen. Ich habe von einigen gehört, ah, das ist ein Mammutprojekt, das kriegt man nicht hin und hast du nicht gesehen. Aber ich möchte es tatsächlich versuchen. Es wird hier und da wahrscheinlich sehr eintönig, weil wir sehr viele Blöcke setzen müssen, weil wir sehr viel bohren müssen. Wir werden wahrscheinlich in unserem Bohrschiff bauen müssen, womit wir dann eben den Berg so ein bisschen aushöhlen können. Es wird alles mega spannend. Und ja, ich werde versuchen, das alles mit draufzunehmen, auch wenn es wahrscheinlich sehr eintönig zwischendurch wird. Aber ich glaube trotzdem, dass ich es tun möchte. Und das Einzige, was ich vielleicht vorweggreifen werde oder was ich vielleicht offscreen machen werde oder offstream machen werde, das ist das Farmen von Material. Denn das wird wahrscheinlich auch sehr ressourcenlastig alles werden. Und deswegen werde ich das hoffentlich hier und da offstream machen, um einfach nicht das auch noch eben machen zu müssen. Und genau. Ja, wahrscheinlich die erste Runde, die werde ich noch mit aufnehmen. Aber irgendwann werde ich mir wahrscheinlich von allem so viel anfarmen werden, dass ich hoffentlich dann nicht während eines Streams ja out of metal dann laufen. Ne? Das wäre halt eben, das wäre blöd. Okay, also die Kamera spielt jetzt Gott sei Dank immer noch mit. Ich hoffe, dass es jetzt damit auch sich einpendelt. Den Blick werde ich trotzdem immer mal wieder drauf werfen und ja, weiß noch nicht, was ich tue, wenn es sich jetzt doch wieder verzögern sollte. Keine Ahnung. Okay, also, wir starten ein neues Spiel. Jetzt auch mit Ton. Und werde auch ein paar Mods mit aufnehmen.
Die habe ich eigentlich schon immer mal mitgespielt. Es sind ultra viele Szenarien dazu gekommen. Also wirklich hardcore viele Dinge, die man da mittlerweile machen kann und spielen kann. Das war am Anfang gar nicht. Am Anfang hatten wir nur hier so ein paar Handvoll benutzerdefinierte Spiele. Und ja, das war es dann auch schon. Mehr gab es dann da nicht. Das hat sich alles sehr viel weiter entwickelt. Und wir werden ein Sternensystem spielen. Das heißt, wir werden auch nichts haben. Wir werden keine Plattform haben. Wir werden keine Basis haben. Wir werden mit einem Lander starten. Also so wie man sich das vielleicht auch bei einer richtigen Mission vorstellen würde. Man hat ein paar Startressourcen mit dabei. Wenn überhaupt. Genau, das werden wir tun. Und das Ganze nenne ich dann auch mal Anvido. Ich überlege gerade, ob ich noch was dran machen soll. Nö, wir lassen es einfach mal so. Ganze wird eine Bergbasis. Und wir werden im Survival spielen. Der Modus, ja, offline. Ich werde ihn mal auch privat stellen. Maximal 4 Spieler. Ich denke, mehr wird es nicht werden. Und dann werfen wir mal eine Liste auf die Mods. Ich weiß gar nicht, inwiefern. Bekommen jetzt so eine Fehlermeldung. Mod.io ist nicht verfügbar. Benutzer hat keine Einverständniserklärung abgegeben. Begeben Sie sich zu Optionen im Spiel. Das werde ich erstmal gucken. Was die Optionen so sagen. Konstruktions. Einzelner Blockreihe, Deutsch, alles gut. Experimenteller Modus, jawohl. Hier fällt Mod ein zur Unterstützung benutzergenerierter Inhalte im Spiel. Um fortzufahren müssen Sie den Nutzungsbedingungen. Ach, das muss ich jetzt wahrscheinlich einmal lesen. Blablubi. Okay, habe ich jetzt gelesen. So, ich stimme zu. Streamcloud. Okay, ja, vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ja, also das werde ich jetzt erstmal so lassen. Ich werde es nachher vielleicht ein bisschen anpassen, wenn es mir zu bunt wird. Oder wenn mir irgendwas nicht passt. Deswegen. Schauen wir jetzt erst nochmal rein. Benutzerdefiniertes Spiel, Sternsystem. Ganze nehmen wir weiterhin an Vido. Ganze wird eine Bergbasis. Basis. Vielen Dank. Ganze wird Survival-Modus. Und das Ganze privat. Und jetzt schauen wir allerdings in die Mods rein. Und ich habe keine Ahnung, inwiefern jetzt die ganzen Sachen kompatibel sind. Das ist auf jeden Fall die Liste, mit der ich auch damals gespielt habe. Das Einzige, was mir wichtig wäre, ist, ich glaube, der hier ist es, DirectX 11 Elevators. Die würde ich, oder Multifloor Elevator, irgendwas von denen werde ich benutzen. Und die sind vielleicht ein bisschen fehleranfällig, aber ich finde, ein Fahrstuhl im Space Engineer, also in so einem Engineer-Spiel, finde ich schon. Sollte schon drin sein. Und mit denen kann man halt wirklich ganz coole Sachen machen. Und deswegen werde ich die auch erstmal alle mit aufnehmen. Ich hoffe, dass das Spiel sagt, ja, kannst du machen. Ich werde jetzt nochmal in die Welteinstellungen gehen. Ich werde das alles auf maximal stellen. Oh, das geht jetzt alles auf 10-mal. Nee, hier gab es ein paar Dinge, die waren auch nur auf 5-mal. Einfach, weil wir sehr viel vorhaben. Wir haben wirklich sehr viel vor. Wir haben ultra viel vor. Und da bin ich einfach froh, dass man dann eben hier noch ein bisschen Gas geben kann. So, die Umgebungssicherheit ist sicher. Anzahl Asteroiden unendlich. Machen wir mal eine hohe Dichte. Tonausgabe, ja, das ist mir eigentlich vollkommen Wumpe.
So, Länge eines Tages hat sich bei mir eigentlich eingebürgert, das auf 30 Minuten zu stellen. Ich überlege gerade, ob ich es vielleicht dann auf 60 Minuten stelle, so als kleines, also als Kompromiss. Rotation aktivieren wir. Maximale Items. Ja, setzen wir mal auf 100. Block Limits. Ja, deaktiviere ich mal. Ich werde mal sehen, inwiefern das nachher die Performance beeinflusst. So, also automatische Heilung, das können wir ruhig mal machen. Respawn Schiff entfernen. Mache ich mal aus. Zuschauermodus aktivieren. Naja, ihr schaut ja schon zu. Spielernamen zeige ich natürlich auch an. Besitzstatus zurücksetzen. Triebwerksschäden, ja, machen wir. Endgültiger Tod, nee, besser nicht. Waffen aktiviert, jawohl. Frachtschiffe, jawohl. Zerstörbare Blöcke, yo. Ingame-Scripts aktivieren wir auch. Vibration von Werkzeugen, ja, natürlich. So, ich gucke erstmal nur alles durch, was wir vielleicht so noch aktivieren könnten. So, Endstation umwandeln ermöglichen, jawohl. Unbefestigte Stationen. Beim Aktivieren dieser Option werden Blockkonstruktionen nicht mehr automatisch in dynamische umgewandelt, wenn sie von statischen Blockkonstrukten getrennt werden. Okay, lasse ich jetzt erstmal auf Standard. Die Drohnen. Lass mal erstmal an. Die Wölfe will ich ausgeschaltet lassen. Spinnen lasse ich jetzt erstmal auch deaktiviert. Entfernen von Blöcken aus der Ferne. So, unbekannte Signale, jawohl. Respawn-Schiffe, jawohl. Forschungsfortschritt. Aktiviert den mit einem in dem Baumdiagramm visualisierten. Ach so, okay. Ja, also wir können Dinge zwischenzeitlich freischalten. Das war auch früher nicht so. Super Gridding, was ist das denn möglich ist? Super Gridding Exploit auszunutzen, weiß ich nicht. Wirtschaftssystem aktivieren, jawohl. Zielhilfe aktivieren, nein. Okay, so lassen wir das jetzt erstmal. Und werden das soweit jetzt erstmal starten. Zu den Mods werden wir wahrscheinlich nachher noch kommen. Ich werde mir die mal alle aufschreiben wahrscheinlich und dann gucken wir mal, dass ich erkläre, was wir mit drin haben. Die wichtigste für mich, die wichtigste Mod habe ich erklärt. Das ist der Fahrstuhl-Mod. Ich weiß nicht, ob es inzwischen auch einen Ingame gibt, aber es wäre echt geil, wenn es einen gäbe. Also, dann würde ich sagen, fangen wir an mit einem neuen Projekt. Space Engineers. Let's go. So, und ich bin froh, dass die Ladezeit jetzt ein wenig kürzer ist, als es damals der Fall war. Denn damals habe ich echt lange gewartet, bis die Welt so weit geladen wurde. Und genau, jetzt können wir auswählen, womit wir starten möchten. Denn wir können Earth-like respawn. Was weiß ich, Kapsel wird es wahrscheinlich sein. Wir können das Ganze auch auf dem Mars machen. Oder Alien-Planeten. Aber hier zeigt er mir jetzt gerade. Ah, jetzt hier zeigt das an, genau. Okay, wir werden mit einem Earth-like respawn. Mit einer Earth-like Respawn-Kapsel starten. Und damit werden wir jetzt auch in die Welt reingeschickt. Und ich würde sagen, wir drücken jetzt auf Respawn. Damit werden wir jetzt in die Welt geschickt. Ich schaue noch mal kurz, wie der Ton ist. Vielleicht müsste ich mich ein bisschen lauter machen. Aber ich glaube, jetzt wird es eh bald ein bisschen leiser. So. So, und da sind wir.
Und wir sehen schon mal, dass das mit der Bergbasis. Ah, da hinten. Da haben wir einen Berg. Das sieht auch schon mal gut aus. Genau. Es wird erstmal darauf hinauslaufen, dass wir uns hier so eine kleine provisorische Basis errichten. Denn wir müssen inzwischen oder zwischenzeitlich natürlich Dinge herstellen. Wir müssen Steine verarbeiten und all den ganzen Kram. Und deswegen, ja, wird es wohl notwendig sein. Gut, Sauerstoff brauchen wir nicht. Wenn wir mal gucken. Ah ja. So, also, das brauchen wir nicht. Wir haben hier genug Sauerstoff. Genau, eine Wasserstoffflasche, die würde ich hingegen schon ganz gerne haben. Einfach, weil wir hier auch zwischenzeitlich ein bisschen rumfliegen müssen, hin und her fliegen müssen. Und ja, das Hydrogen ist auf Planeten schneller alle, als man gucken kann. Deswegen erstmal die Flasche mitnehmen. Und cool ist, dass wir hier Eis haben. Das heißt, wir können rein theoretisch schon mal hier ein bisschen was an Eis aufsammeln und das hier in das in den Survival Kit reinschmeißen oder in den Oxygen Tank. So. Das wird also erstmal ganz gut funktionieren. Aber wir werden jetzt erstmal damit starten, ein bisschen Stein herzustellen. Und dafür müssen wir ein bisschen Steine abbauen. So, und ich finde, dass das hier eine ganz gute Stelle ist, um Steine abzubauen. Oh, okay. Ich überlege jetzt noch gerade, ich möchte eigentlich gerne die First-Person-View, genau. Und dann würde ich sagen, bohren wir uns hier jetzt mal rein. Und ich werde jetzt erstmal das Ganze ein bisschen leiser machen. So, schauen wir mal, ob das jetzt besser ist. Ich glaube, das geht. So, Licht sollten wir vielleicht auch noch anmachen. Damit sind wir dann auch schon voll. Und ich würde ganz gerne raus. Oh. So, bevor ich das jetzt wieder vergesse, werden wir jetzt erstmal hier einen Spot setzen. GPS. Neu von aktueller Position. Und das Ganze nennen wir dann, nehmen wir es mal Steinbau. So. Perfekt. Und dann können wir jetzt hier nochmal zur Respawn-Kapsel zurück. Und werden das jetzt in das Survival-Kit reinpacken. So. Und uns dann ein bisschen was produzieren. Nämlich, ich glaube, es sind Barren, die wir jetzt brauchen. Ne? Also erstmal hier diese Barren rein. Genau, und dann sieht man schon, dass wir hier Schotter kriegen, Eisen, Nickel und Silikon. Das sind zufälligerweise auch die wichtigsten, die man am regelmäßigsten braucht. Und ich würde aber ganz gerne, genau, machen wir es mal so. Wir werden genug davon brauchen und deswegen, genau, lassen wir den jetzt mal arbeiten und werden nochmal losfliegen. So. Man muss auch immer schön die
Tankanzeige im Auge behalten, denn das geht ja bei Hydrogen wirklich. Hol die Katz, da ist das leer. Soweit, so gut. Genau, 309 Eisenbarren haben wir jetzt hergestellt und ich ziehe das jetzt einfach rüber und schon geht das hier weiter. Und da hinten muss ich hin. Zu weit. Das ist, wenn man nicht aufpasst. So, okay, dann einmal wieder rein. So, und jetzt bitte rausgehen. Dankeschön. Und ab geht die wilde Fahrt. So. Das nehmen wir wieder rein. Und ja, vielleicht können wir dann jetzt schon die ersten Sachen herstellen. Nämlich Stahlplatten. Und damit können wir unsere erste kleine Plattform bauen. Ja, vielleicht erstmal so im 10er-Bereich hinzufügen. So, das heißt, wir werden uns jetzt unsere kleine provisorische Plattform errichten und grob die Abläufe schon mal ja, an den Start bringen. Also sowas wie Raffinerie, dass das alles vollkommen automatisch dann verarbeitet wird, das Material, das wir holen und dann automatisch im Container landet. Aufbereitungsanlage, das werden wir alles so kleinen, den kleinen Prozess, den werden wir einmal gleich aufbauen. Und sobald das steht, können wir dann anfangen, unser erstes Schiff zu bauen. Und das wird dann wahrscheinlich auch so eine Art Bohr-Erkundungsschiff, weil wir halt irgendwie schauen müssen, dass wir neue Materialien kriegen, denn nur von Stein, das wird ein bisschen schwierig. So, okay, dann machen wir erstmal unsere kleine Plattform. Genau, dann setzen wir das auch erstmal so hier hin. Ich werde ja auch erstmal noch nicht zu Ende schweißen. Also vielleicht nur da, wo es halt eben, wo wir jetzt beispielsweise die Raffinerie aufbauen. Wir werden auch erstmal gar nicht auf Reaktor gehen. So. Dann können wir nochmal schauen. Ich würde mir ganz gerne erstmal so eine kleine Toolbar hier einrichten. Charakterwerkzeuge, das ist einmal halt ein Schweißgerät. Schleifmaschine und den Bohrer. Und dann habe ich es mir angewöhnt, immer die Blöcke, die man braucht, erstmal hier reinzulegen. Und zwar nur die von der leichten Panzerung. So. Oh, leichte gepanzerte Platte. Also ein paar Dinge haben sie noch mit dazu genommen. Und ich glaube, das kann man auch noch mit dazu nehmen. Und ich glaube sonst, das ist jetzt alles leichte Panzerung. Okay, cool. Dann
würde ich sagen, nehmen wir uns den Block einfach mal und dann drehen wir den. So, dann machen wir so eine kleine Rampe. Und ja, können dann weitermachen und noch ein paar Sachen herstellen. Und zwar Stahlplatten. 825 haben wir jetzt noch. Da kommt noch. Vielleicht können wir noch mal so 100 herstellen. Dann können wir vielleicht auch mal direkt einen Blick auf den Forschungsfortschritt werfen, denn das sind all die Dinge, die wir benutzen können. Also, wenn wir sie freigeschaltet hätten, das haben wir jetzt leider noch nicht. Deswegen, ja, müssen wir das alles erst einmal freischalten. So. Wir starten mal mit einer einfachen Raffinerie, denn das ist so der Grundstein für alles. Da kriegen wir Montageanlagen raus, sogar eine industrielle Montageanlage. Raffinerie. Und alles, was dazu gehört. Genau. Bevor wir allerdings damit starten, müssen wir erstmal eine einfache Montageanlage entwickeln. Und ich würde sagen, die lege ich mir dann jetzt erstmal. Na, die ist schon hier drin. So, auf die 5. Und da kriegen wir jetzt die Komponenten angezeigt, die wir brauchen, um das Ding aufzubauen. Glücklicherweise. Ich werde das mal hier so ein bisschen weiter durch. Basic Assembler. Schau mal, ich glaube. Ja, notfalls müssen wir noch eine Reihe dran setzen. So. So. Haben wir erstmal die Stahlplatten hinzugefügt. Und können wir die direkt auch nochmal hinzufügen. Und eigentlich wollte ich auch darunter direkt schon mal alles schweißen. So. Gut, Stahlplatten sind da. Dann brauchen wir noch 40 Herstellungskomponenten und 10 Computer. 40 Herstellungskomponenten. Und 10 Computer. Was brauchen wir noch? Okay, wir brauchen 80 Computer. Und 10 Motoren. So, das sind Computer. Das wären dann die 10 Motoren hier anzeigen. Und vielleicht war es das ja auch schon. Schauen wir mal. Erforderlich. Ach so, okay. Also Gestein ist natürlich hier wegen der Verarbeitung des Gesteins. Aber an sich geht das schon alles gut durch. Das können wir uns dann auch direkt mitnehmen. Und dann können wir uns das einpacken. So. Und dann können wir uns direkt schon mal die einfache Montageanlage reinbauen. Perfekt. Ist natürlich alles ziemlich witzlos, weil wir eben noch keinen Strom haben. Das heißt, mit Montieren oder Herstellen ist hier noch nicht so wirklich viel. Dafür brauchen wir zuallererst mal eine Batterie. Aber wir haben eben schon mal erstmal die Montageanlage entwickelt und können jetzt im Forschungsbaum markieren.
im Forschungsbaum schauen, was wir denn jetzt noch so alles bauen können. Und das wäre zuallererst mal die Innenwand. Aber das brauchen wir, glaube ich, bisher noch nicht. Einfache Raffinerie. Hier haben wir dann den Reaktor, aber ich glaube noch keine Batterie, ne? Was haben wir hier? O2, H2-Generator. Hier ebenfalls. Kleiner Frachtcontainer. Genau, hier geht's dann los. Also wir brauchen entweder eine Windturbine oder einen Solarkollektor. Eins von beidem brauchen wir, um hier weitermachen zu können. Und irgendwo müsste dann jetzt hier auch die. Ich glaube, das ist hier. Ich glaube, hier ist es, wenn ich jetzt auf die 8. Jetzt die 8 anwähle, dann müsste ich eigentlich. Oder auch nicht. Okay, scheinbar kriege ich dann noch keine Batterie. Irgendwo hier müsste die Batterie sein. Aber wir können sie ja mal suchen. Da ist sie. Und die wird freigeschaltet über den, ach, über die einfache Montageanlage. Das heißt, eigentlich müssten wir sie sogar schon bauen können. Kann ich eigentlich die Batterie hier reinlegen? So, und dann können wir die hier schon mal draufsetzen. Ja, die können wir auch direkt daneben setzen eigentlich. Braucht man nur halt relativ viel für. Beispielsweise die Energiezellen, die sind relativ ressourcengefräßig. Aber wir können ja, ich gehe nochmal zurück, wir können ja ruhig eins nach dem anderen machen. So. Also, wir brauchen 80 Stahlplatten und 80 Energiezellen. Haben wir noch im Inventar. Das wären dann 65. Und ja, mit den Energiezellen, da müssen wir jetzt mal gucken. Da kommen wir noch nicht mal weiter, weil wir eben die hier gar nicht bauen können. Das bedeutet, wir müssen erstmal so Energie erzeugen, ohne sie speichern zu können. Genau. So. Nichtsdestotrotz, die 65 Stahlplatten, die können wir ja schon mal, ja, können wir ja schon mal investieren hier rein. So, auch die 30 Herstellungskomponenten und die 25 Computer, die können wir schon mal reinnehmen. Okay, dann brauchen wir nämlich nur noch die Energiezellen und dann haben wir schon mal die Batterie am Laufen. Fürs Erste müssen wir allerdings schauen, dass wir erst noch mal dass wir uns vielleicht einen kleinen Turm bauen, der natürlich das schon gerne ein bisschen langsamer angehen lassen, denn so viel Eisen haben wir noch nicht. Und diesen Turm, den werde ich jetzt erstmal, der wird auch vollkommen ungebaut bleiben, denn das ist, wie gesagt, vollkommen provisorisch. Geht erstmal nur darum, dass wir ein bisschen in die Höhe kommen. Das ist gar nicht schlimm. Okay, fall runter, kein Problem.
Sonne geht da vorne auf. So, ich glaube, jetzt sind wir zweimal rum. Ich glaube, wir müssen allerdings noch ein drittes Mal rum. Okay, fall auch runter. Okay, dann komme ich mal hinterher. Und wo ist denn der andere Würfel? Hat er es überhaupt überlebt? Nee, davon ist er ja. Okay. Dann schauen wir mal, was wir jetzt noch haben an Eisen. Ja, das ist noch ein bisschen was da. Trotzdem machen wir mal nicht ganz so viel. Ja, das können wir ja schon mal mitnehmen. So, also es wird halt einfach nur so ein kleiner Turm, der Solar- und Windenergie erzeugen soll. Ich überlege gerade. Okay, ja. Okay, hier sind wir jetzt schon bei 3. Dann müssen wir jetzt nur noch hier vorne noch zu Ende bauen und dann haben wir schon mal die erste Etage fertig. So. Das wird einfach, wie gesagt, ein kleiner Turm. Oben, hier oben werden Windpanels draufstehen oder Windturbinen draufstehen. Und hier unten drunter klatschen wir dann Solarpaneele dran, um möglichst viel Energie zu produzieren, denn die brauchen wir. So, ich schaue jetzt mal, was wir denn brauchen für Solarpaneele. Solarzellen können wir schon mal herstellen, das ist schon mal gut. Bin mir allerdings nicht sicher. Panzerglas. Das ist doch für ein großes Schiff, ne? Oder für ein kleines Schiff eigentlich. Ich wollte doch sagen, das ist doch ein großes. Also 32 Solarzellen. Gucken wir mal, ob wir die bauen können. Können wir. Vier Stahlplatten, vier Computer. So. Hier mal Panzerglas. Hier mal Herstellungskomponenten. Panzerglas. Das war das Ding, was uns noch fehlte. Okay, dann probieren wir es doch einfach mit der Windturbine. Eigentlich konnte man ja durchscrollen. Das geht anscheinend nicht mehr. Dann müssen wir uns die Windturbine nochmal manuell hier reinlegen. Das Schiff brauchen wir jetzt erstmal nicht. So. Also 40 interne Panzerung. Und das ist aber die große, ne? Ich glaube, eine kleine gibt es ja gar nicht. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Okay, 2 Computer, 24 Träger. ...20 Herstellungskomponenten und 8 Motoren. Und das ist eine. So, das sind die 4, die wir brauchen, die 4 Komponenten.
Und ja, die stellen wir dann jetzt hier schon erstmal hin. Okay, habe ich wohl eine zu viel gebaut. Eine Reihe zu viel gebaut. Okay, zwei Computer vergessen. Die können wir nochmal wegnehmen hier. Aber sonst, glaube ich, ist das schon ziemlich rund, die Sache hier. Zwei Computer. Ich glaube, die habe ich schon gebaut. Und ich glaube, die Sonne ist nicht aufgegangen, sondern untergegangen. Und damit haben wir Strom. Und damit können wir rein theoretisch den Basic Assembler benutzen. Ich gucke jetzt nur mal gerade ins Bedienfeld. Die maximal benötigte Energiezufuhr ist 280. Und Energieabgabe ist 413. Aktuelle Abgabe ist 1 Kilowatt. Das heißt, wir könnten rein theoretisch dieser Windanlage schon mal den Basic Assembler versorgen. Schon mal eine gute Nachricht. Und wir sehen auch hier direkt, wir können auch direkt das Panzerglas schon bauen. Und ich glaube, irgendwas haben wir noch benötigt. Ja, die Energiezelle. Die können wir jetzt auch schon bauen. Und da brauchen wir Eisen, Silizium und Nickel. Und ich glaube, das haben wir hier auch schon. Genau, sehr gut. Leg das direkt mal hier rüber. So. Wie viel brauchen wir jetzt für dich? Ich glaube 80, ne? 80 Energiezellen. Schauen wir mal. Und das scheint tatsächlich noch zu funktionieren. Sehr gut. Es wird allerdings eng, deswegen nutze ich die Zeit, die es jetzt braucht, um die Materialien herzustellen, um noch ein bisschen Stein zu farmen. Dann haben wir wenigstens noch was zu tun währenddessen. Schon mal weiter. Können wir das ganze Gestein noch mal weiter verarbeiten lassen. Die Stahlplatten und die Solarzellen, die nehme ich jetzt einfach mal mit. Ich gucke jetzt mal gerade, wie viel wir hier haben. Das sind jetzt 7 Stück, ne? Okay. Das war knapp. Aber es hat gereicht. Und damit dürfte jetzt erst schon mal die Batterie aufladen. Vollständig aufgeladen in 6 Stunden. Das dauert mir natürlich ein bisschen zu lang. Und deswegen werden wir jetzt noch ein paar weitere Windanlagen bauen.
Mal, wie viele da drauf passen. Es müssten eins. Moment mal, das dürfte gar nicht so viel sein, ne? Das sind, glaube ich, vier pro. Das sind vier pro Reihe. Überleg gerade, ob das reicht. Vier pro Reihe. Naja, können wir ja ausprobieren. Im Zweifelsfall müssen wir das Ganze noch weiter ausbauen. So. Dann machen wir weiter mit, ich würde sagen, ja, mit einer Solaranlage oder mit einem Solarpanel. Dafür muss ich jetzt allerdings das ganze Material, das wir jetzt hier gesammelt haben, nochmal mitnehmen. Es wird jetzt auch erstmal, bis wir die Basic oder die einfache Raffinerie haben, wird das auch erstmal so bleiben. So, das einmal rüber. Und dann brauchen wir Panzerglas. Ich glaube, es war vier Stück. Aber wir brauchen, glaube ich, noch was. Schauen wir mal. Das sind 12 Träger, die wir noch brauchen. Was brauchen wir noch? Herstellungskomponenten 4. Also ganz schlecht daran, mir Dinge zu merken, deswegen. So, Herstellungskomponenten 4. 4 Computer, 4 Stahlplatten, das dürfte soweit da. Okay, 14 Herstellungskomponenten. Da fehlen noch 10. So. Stahlplatten. Haben wir genug. Dann nehme ich die jetzt einfach mal mit nach oben. Guck mal gerade, was ein Oxygen sagt. Ja, das sagt, tank mal bald lieber auf. Na, komm schon. In der Hoffnung, dass das dann beim nächsten Mal oder wenn die Sonne beim nächsten Mal aufgeht, dass wir dann Energy low. direkt auftanken können. So, okay, das heißt, wir haben die Batterie, wir haben jetzt die erste Solaranlage, wir werden jetzt noch weitere Windanlagen bauen. Ich werde jetzt erstmal so 10 Stück einplanen. Das heißt, das, was wir haben, einfach alles mal 10 nehmen. Das wären dann 400 interne Panzerungen. Moment, das können wir, glaube ich, gleich hier machen. So. Also, 400 interne Panzerungen. Zwanzig Computer, 80 Motoren. Zweihundert Herstellungskomponenten. 200 Herstellungskomponenten und 240 Träger? Ja, 240 Träger. Genau, und was haben wir noch? Das dürfte es gewesen sein. So, dann schauen wir mal. Eisen ist zu wenig. Dann gehen wir direkt mal neues Eisen holen. Und ich
Schauen wir ins Inventar. 62% hat die Flasche noch. Hätte ich vielleicht direkt mal auftanken können. Aber. Na gut. Sollte vielleicht noch ein bisschen reichen. So, das einmal rüber. Das kann man direkt mal mitnehmen in der Hoffnung, dass es jetzt reicht. Ja, nicht ganz. Nicht ganz. Ich bezweifle, dass auch das reicht. Knapp, ganz knapp. Aber es reicht. Aber es reicht. So, brauchen wir erstmal die Stahlplatten oder die interne Panzerung, dann können wir die schon mal setzen. Ja, eigentlich. Ich überlege gerade, eigentlich müsste ich es ein bisschen anders machen. Eigentlich müsste ich das so machen. So. Dann kann ich die hier vorne auch schon mal anders setzen. So. Das würde sogar reichen. Cool. Zwar auf Kante genäht, aber es würde knapp reichen. So. Dann will man nämlich noch ein bisschen mehr hinbekommen. So, dann bauen wir den direkt wieder auf. Was stimmt hier immer noch nicht? Irgendwas stimmt hier immer noch nicht. So. Machen wir das doch hier einfach nochmal. Also hier soll. Na gut, das passt natürlich nicht. Ich glaube, da muss ich einfach noch ein bisschen was dran setzen hier. Aber das kann ich gerade nicht. Dann bauen wir doch.
So, wir machen es anders. Ich nehme jetzt erstmal hier die 53 Platten mit und dann bauen wir das Ding erstmal so, dass es passt. Natürlich auch gleich die Solaranlage nochmal wegnehmen müssen. Aber das ist dann so. So, angenommen, ich würde jetzt hier eine Anlage hinsetzen. Dann könnte ich hier eine hinsetzen. Und ich könnte hier eine hinsetzen. Ich könnte aber auch hier eine hinsetzen. Ich glaube, das ist des Rätsels Lösung. Und ich... Ja, müssen wir jetzt hier natürlich auch noch dran setzen. So, Windturbine. Genau, so dürfte es passen. Hier müssen wir dann auch noch eine Reihe dran setzen. Irgendwie nicht. Das ist noch eins verschoben. Irgendwie hat es das jetzt doch nicht gebraucht, aber was soll's. Also, es steht auf jeden Fall. Damit können wir jetzt schon mal eine Turbine wieder bauen. Die ist einfach zu viel. Wie, glaube ich, leicht asymmetrisch gewesen, der Turm. Okay, also hier mal noch alles reinlegen. Ansonsten sieht das schon eigentlich ganz gut aus. Dann können wir jetzt das nächste Zeug hochholen. Und dann hoffe ich... Ja, passt das perfekt. Ich weiß jetzt nicht, ob die sich gegenseitig Wind wegnehmen. Das kann durchaus sein. Aber ich gucke jetzt einfach mal auf die Gesamtkapazität. Und wenn das reicht. So, vollständig aufgeladen in 2 Stunden. Das ist doch schon mal wieder was anderes. Ja, ich glaube, die
und nehmen sich gegenseitig den Wind weg. So, wie viele Stahlplatten habe ich noch? Nicht mehr viel. Und ich glaube, das reicht auch nicht mehr. Okay. Dann machen wir Folgendes. Ich lege das jetzt erst nochmal hier rein. So. Und dann werde ich noch einmal losziehen, ein bisschen was Stein holen. Und mit dem Stein werden wir dann wahrscheinlich die Materialien haben, um eine einfache Raffinerie zu bauen. Und mit der kehrt dann auch schon mal wieder ein bisschen mehr Luxus ein. Das Wetter wird jetzt auch langsam uselig. Nee, so funktioniert das noch nicht. Leider nein. Aber so funktioniert's. Okay, dann schauen wir nochmal, was wir für die einfache Raffinerie brauchen. Ich guck mal gerade hier rein. Raffinerie, das ist die einfache Raffinerie. Die legen wir uns doch nicht auf die 6, weil sie da schon ist. Und dann gucken wir mal. Die gibt es nur in groß. Das ist doch gut. Also 120 Stahlplatten. Können wir hier schon mal reinlegen. Ich nehme das darf jetzt aber erst noch mal raus, weil ich das nicht vermischen möchte. Also, das sind 120 Stahlplatten. Das sind 10 Computer, 10 Motoren und 20 Herstellungskomponenten. Das sind die Materialien, die wir brauchen und ich hoffe, dass die jetzt auch ausreichen, das sieht gut aus. Die setzt man jetzt einfach hier vor, denn die hat auf jeder Seite einen Anschluss. Setzen wir die einfach davor und dann können wir sie fertig schweißen. Perfekt. Das ist sehr gut und damit können wir dann jetzt auch den Schotter ab sofort hier reinlegen. Und ich glaube sogar, dass die Raffinerie schon in der Lage ist, dann das Ganze ein bisschen effizienter zu verarbeiten. Also, dass wir ein bisschen mehr rauskriegen. Schauen wir mal. Machen wir mal den Test. So, ich sollte jetzt wirklich bald auch mal die Hydrogenflasche aufladen. So, bitte geh durch.
So, dann schauen wir doch mal. Oh, 7,3K. Genau, und hier kommt auch schon der erste Mod zum Einsatz, denn wir kriegen aus dieser einfachen Raffinerie ein bisschen Uran immer mit raus. Und zwar fand ich das ziemlich blöd, dass sie das irgendwann mal rausgenommen haben, dass man auf der Erde kein Uran mehr findet. Finde ich ein bisschen unrealistisch. Gut, dass man Uran aus Stein gewinnt, das ist jetzt auch nicht wirklich realistischer. Aber immerhin ein bisschen realistischer als gar kein Uran mehr auf dem Planeten zu finden. Ich bin mir nicht sicher, ob es gar kein Uran mehr gibt. Ich meine zwischenzeitlich mal wieder Uran gesehen zu haben irgendwo. Aber nichtsdestotrotz lasse ich die Mod jetzt erstmal drin, bis ich mir sicher bin, dass es hier Uran gibt. Sollte ich wirklich hier Uran finden irgendwo, dann werde ich es natürlich auch wieder deaktivieren. Aber für mein Vorhaben brauche ich Uran. Denn unterm Berg, im Berg. Da kannst du halt kriegst du keinen Solar hin, da kriegst du keinen Wind hin. Deswegen ist für mich halt unerlässlich, irgendwann auf einen Reaktor zu gehen. Und ja, das leert das Ganze so ein bisschen. So, ich werde jetzt erstmal die Flasche wieder auffüllen. Sonst habe ich es nachher wieder vergessen. So. Zack, so schnell kann es gehen. Ja, ich glaube, ein bisschen lukrativer ist es. Wir werden natürlich nachher noch eine große Raffinerie haben. Da werden wir dann noch Effektivitätsmodule dran klemmen, dass wir wirklich sehr viel mehr rauskriegen. Und fürs Erste gehe ich jetzt noch mal hin und hole mir noch ein bisschen Stein. Geht ja schnell. Hälfte schon wieder voll. Dann das Ganze mal wieder rein und dann schauen wir mal, wie viel wir jetzt rauskriegen. Ich glaube schon ein bisschen mehr. Dann machen wir mal weiter. Ich möchte gern noch ein paar Stahlplatten haben. Bisschen aus wie der Todesstern da oben. Aber ich mache mir mal keine Sorgen.
Versucht das Ganze natürlich so ressourcenschonend wie möglich hinzukriegen. So, als Orientierung, wo die Mitte ist. So, das dürfte Nummer 2 sein. Nein, nicht runterfallen, bitte. Okay, das war's schon. Ich glaube, das dürfte fast schon reichen. Mal gucken. Mal gucken. Also, wir haben jetzt 1, 2, 3. Einen Ring brauchen wir noch. So, und der letzte. Da ist doch Sonne. 1, 2, 3. Ja, das dürfte der letzte sein. Ja, natürlich, kurz vorher verließen sie ihn. Und dann haben wir auch gar keine mehr. Okay. Vielleicht jetzt. Ja, das sieht gut aus. Ja. Ich glaube, das ist dann die nächste Etage unseres kleinen Windkraftwerks. Wind- und Solarkraftwerks. Und ich sehe auch schon, dass die Sonne jetzt gleich wieder hochkommt. Und das Solarmodul ist schon ordentlich dabei. Das freut mich. Wäre natürlich vielleicht cool gewesen, wenn wir das alles schon aufgebaut hätten. Ne? Diese ganzen Solarpaneele drumherum. Aber ist nicht schlimm. Wir haben genug genug Windenergie auf Lager. Und mal, wie viele wir jetzt noch gebaut kriegen. Und da vorne noch. Ja. Okay. Also, 5 interne Panzerung brauchen wir hier noch, dann kriegen wir zumindest den einen noch ans Laufen. Das machen wir dann mal. Okay.
Genau, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir die anderen gesetzt haben. Da müssen wir schon mal das erste Material, was ganz unten steht, das müssen wir dann schon mal reinlegen, sozusagen mit dem Aufbau. Und dann fehlt das natürlich an anderer Stelle. Okay, das war doof. So, ich glaube, der müsste es gewesen sein. Jawohl. So, dann ist der schon mal vollständig und dann haben wir jetzt hier noch 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 Windkraftanlagen. So, das sind 40. Das müssten dann 200 sein. So, 10 Computer. Glaube, dann sind das auch 10 Motoren, oder? Nee. Das sind 40 Motoren. Hier und 20. Das sind 100, das sind 20, das sind 120, natürlich die Hälfte. Also 120, ja, ergibt Sinn. Träger war das. Und Herstellungskomponenten sind 100. Das dürfte es dann auch schon sein. Sieht gut aus. So, meanwhile können wir das nochmal wegrahmen und nochmal neu aufbauen. Ja, das sieht gut aus. Ich bin mir jetzt so nicht sicher, geht jetzt schon wieder unter. Ich glaube, da ist ja auch eben. Naja, egal. Gerade gucken, wie das aussieht, wenn wir die hier nicht direkt auf Kante bauen, weil dann können wir hier nämlich keine bauen. Dann wären das 1, 2, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay, das passt vorne und hinten nicht. Egal. Wir lassen es jetzt erstmal so. Da werden natürlich auch noch dann ein paar hinzukommen. Erstmal bauen wir die anderen Windkraftanlagen noch auf. Moin, Sunny. Grüß dich. Geht's dir gut? Ich habe gesehen, du hast eben Medieval Dynasty gespielt. Ich hoffe, du warst erfolgreich. So, die stehen alle, die laufen alle, das ist gut. Dann kann ich jetzt erstmal kleinen Bungee-Jumping-Sprung ohne Seil, auch nicht schlecht. So, und dann jetzt einmal hier in den Sessel rein. Ja, genau. Die habe ich auch schon des Öfteren mal gehabt, die Wölfe bei Sambor. Die kriegt man mit einem, glaube ich, mit einem Kupferspeer kriegt man die ganz gut klein. Einmal draufpieksen und dann fallen die um.
Ja, bei mir ist auch alles gut. Alles picobello. Der Stream hat ganz am Anfang so ein bisschen gehakt, beziehungsweise eigentlich meine Webcam, die immer so ein bisschen hinterherhing. Das war dann nicht so geil. Und ja, aber mittlerweile läuft es, glaube ich. Das sieht ganz gut aus, ja. Alles soweit noch synchron. So, ich wollte mal schauen, was die Batterie sagt. Batterie sagt, aufgeladen in 34 Minuten. Damit kann ich fast schon leben. Das ist okay. So. Jetzt muss ich aber mal schauen, wie ich das am klügsten hier mache. Das heißt, ich müsste hier eine Solaranlage hinbauen. Zwei. Drei. Und das war's dann schon. Mehr geht nicht. Mehr geht momentan nicht. Ja, das wären dann, glaube ich, hier erstmal vier auf der Seite, auf der gegenüberliegenden Seite auch vier. Ja, wenn das Spiel bei dir ruckelt, dann wird das wahrscheinlich so sein. Also wirst du wahrscheinlich erstmal so die Grafikeinstellung ein bisschen runterstellen müssen, um zu gucken, ob es dann besser läuft. Das war bei mir zumindest so der Fall. Aber eigentlich, ich meine, deine Grafikkarte ist ja besser als meine. Ich glaube, du hast eine GTX 1080 und ich hatte eine 1060er. Das heißt, die ist eigentlich so, ja, also das kleinere Format eigentlich. Bedeutet, ich glaube, du musst dann nicht ganz so weit runterstellen wie ich, würde ich mal vermuten. Kommt natürlich auf noch ganz andere oder kommt noch auf weitere Faktoren an, aber eigentlich bedeutet das, dass du dann ohne, also dass du nicht so weit runterschrauben müsstest wie ich. Ich weiß nicht, ich glaube, bei Medieval Dynasty gibt es sogar eine vorgefertigte Konfiguration, dass du einstellen kannst, Ultra oder Hoch. Mittel, wie auch immer. Muss mal schauen in den Grafikeinstellungen. So, was wollte ich? Ich glaube, ich wollte. Ah, die Sonne geht gerade noch auf, sehe ich. Dann würde ich sagen, mache ich hier noch mal drei. Zwei, vier, sechs. Ja, das ist halt doof, ne? Komm, machen wir noch alles mal 10. Wird schon aufgehen. Also, Solarpanel. Solarzellen. Solarzellen. So. 4. Hier Panzerglas, hier Computer, hier Stahlplatten. So, das ist richtig. Dann Träger 120. Und das dürfte es sein. Ach, die Herstellungskomponenten noch 140. So, wird schon aufgehen. Ja, das kann natürlich alles sein, ne? Also Hintergrundanwendungen sorgen ja auch nochmal dafür, dass alles zusätzlich belastet wird. Kommt ja darauf an, was du zusätzlich noch dahinter laufen hast. Also OBS ist klar, das muss ja laufen. Aber hast du darüber hinaus noch irgendwelche anderen Prozesse laufen? Das solltest du natürlich gucken, dass du das weiter nach unten schraubst. Andernfalls wäre es natürlich dann die Aufrüstung. Ja. Ist natürlich auch blöd. Spiele werden ja auch nicht jünger, beziehungsweise werden ja auch nicht geringer in der Ressourcenauslastung.
Das heißt, tendenziell wird es eher darauf hinauslaufen, dass die Spiele, die halt kommen, weniger gut laufen bei dir. Und nochmal zusätzlich ärgerlich. So, dann legen wir das jetzt erst nochmal zurück. Wobei ich gerade mal schauen muss. Solarpanel, das fängt mit einer Stahlplatte an. Dann setzen wir die doch gleich schon mal hier oben an. So. So, die wandert jetzt hier so rum, die Sonne. Das heißt, tendenziell will ich jetzt erstmal hier noch eins hinsetzen. So, das sieht nicht schön aus, aber es soll ja auch nur ein Provisorium sein. So. Ja, gut. Dann machen wir jetzt hier oben noch. Nope. So, dann schauen wir mal, was wir denn jetzt hier so haben. Ja, müssen wir jetzt erstmal den Dreier hier noch fertig machen. Dann euch mal wieder dazu und den Rest. Oh, ich glaube. Okay, ja, ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen was holen. Das mache ich direkt mal zuerst, damit wir wirklich auch alles gebündelt aufbauen können. Das sollte hoffentlich nicht lange dauern. Wie viel Arbeitsspeicher hast du? 8 GB? Ja, das ist ein bisschen wenig. 8 GB, das, naja, es wird fast zu wenig sein, würde ich sagen. Upsi. Achso, ich muss das erst noch hier reinbringen. Da wird ja schon fast ein größeres Update fällig in deinem Rechner. Also für diejenigen, die es jetzt auf YouTube erst nachher sehen, ich spreche natürlich nicht mit mir selber, sondern mit Saniva, also mit dem Chat. Nur, dass ihr euch nicht wundert.
Ja, dann bist du bei 16 GB, wenn du jetzt die zwei noch belegst. Ich befürchte, von allzu langer Dauer wird das auch nicht mehr sein. Aber es ist auf jeden Fall noch okay. Mit. Ich spreche natürlich rein aus technischer Sicht, ne? Also, dass die Dinger, die man jetzt so kaufen muss, dass es total teuer ist, steht halt als einfach außer Frage. Und dass man sich das dann auch teilweise nicht leisten kann oder sich es auch teilweise nicht leisten möchte, das kann ich auch gut nachvollziehen. Also nicht falsch verstehen, wenn ich sage, oh, das. Ist dann einfach nur aus rein technischer Sicht erklärt. Okay, so, das ist schon mal gut. Das kann jetzt also, da kann die Sonne jetzt schon mal schön noch drumherum wandern. Aber selbst hier kommt es ja gar nicht mehr mit voller Kraft, glaube ich, an. Oder liegt das jetzt am Schnee? Ich guck mal gerade, ich setze mich mal gerade hier hin und guck mal, wie sie so wandert. Aber ja klar, es liegt jetzt an der Wolkendecke, die da vorliegt, ne? Deswegen kommt da gerade nicht die volle Leistung an. Der Wind steht gerade auch, glaube ich. Die Turbinen, die sind nicht mehr ganz so auf voller Kraft. Vollständig aufgeladen in einer Stunde. Ja, genau. Aber immerhin lädt es noch. So, was habe ich jetzt noch im Inventar? Da ist noch ein bisschen was da. Ich glaube, für drei reicht es noch. Also für die Seite hier. Vier, fünf, sechs. So. Dann machen wir es erstmal mal 5. Das sind dann 20. So. 14 Herstellungskomponenten, das müssten dann 70 sein. Also 12 Träger, das müssten 60 sein. Ja. Das Ding ist, den Rechner kann ich nicht eben auseinander gruppen, weil er den brauche ich ja dienstlich. Da würde eigentlich nur ein neuer Sinn machen und den jetzigen später irgendwann aufbauen. Ist natürlich auch jetzt kein schlechter Ansatz. Da muss der neue natürlich ordentlich Kavums haben. Da wirst du dann ordentlich was hinblättern müssen.
Aber das ist ja auch kein schlechter Ansatz, dann den entweder weiter dienstlich zu nutzen oder daraus irgendwann einen Streaming-Rechner zu machen und das andere als Gaming-Rechner zu benutzen. Das ist ja auch ein durchaus gängiger Ansatz. So. Aber das ergibt alles durchaus Sinn. So, Panzerglas. So, dann nochmal eben rüber. Oh, fast rausgeglitscht. Auch nicht schlecht. So, Wind steht jetzt fast still. Guck mal gerade hier rein. Trotzdem lädt es weiter auf. Sonne ist bei 3. Okay. Dann legen wir das nochmal rein und dann kann das weiter bearbeitet werden. Gucken wir mal, was wir jetzt sonst noch so brauchen. Aber eigentlich Beherrschungskomponente ist da. Solarzellen oder Solarzellen werden gerade verarbeitet. Computer. Habe ich Computer gebaut? Nee, Computer sind auch 24, meine ich. Okay, das dauert jetzt gerade ein bisschen länger. Derweil kann ich mir schon mal das Material schnappen, was wir brauchen. Habe ich sogar noch dabei, das ist sehr gut. Dann. Ach nee, ich brauche ja gar keine mehr zu setzen. Da war der Denkfehler. Also witzig, dass dass die Monde der Planeten teilweise näher dran sind als der eigene Mond. Ich gehe mal davon aus, dass es der Mond sein soll. Da haben wir es doch gleich. Okay, ich nehme jetzt einfach schon mal ein paar Sachen mit. Kann man ja schon mal dann. Na. Furchtbar. So. So, das sieht soweit gut aus. Dann sind es jetzt nur noch. Also noch der Rest Panzerglas und dann. Alles klar. Bis später, Sunny. So, welcher war das jetzt?
Ja, das sieht soweit okay aus, alles perfekt. Dann kann das jetzt erstmal, kann die Batterie erstmal aufladen. 58 Minuten. Ich bin mir sicher, dass das Wetter sich irgendwann noch wieder bessern wird. Und dann haben wir auch Möglichkeiten. Jetzt wird es schon erstmal wieder dunkel. Dann haben wir auch Möglichkeiten, die Batterie voll zu kriegen. Und ja, soweit. Okay. Was machen wir als nächstes? Ich gucke mal kurz, was denn unser Forschungsfortschritt so sagt. Ich würde, ja, zweite Batterie. Vielleicht nicht ganz so verkehrt, aber für das kleine Ding hier reicht es eigentlich. Sci-Fi-Innenwand. Das ist die einfache Raffinerie. Erzdetektor haben wir. So, Raffinerie können wir jetzt auch schon bauen. Problem ist, dafür brauchen wir Metallgitter. Und das haben wir noch nicht. Das ist alles Material, was wir noch farmen müssen. Und ja, dann wird das jetzt quasi erstmal darauf hinauslaufen, dass wir uns, ja, dass wir uns ein Auto bauen. Und mit dem Auto auf Suche gehen. Auf Erzsuche gehen. Das kann man ja erstmal schon mal reinlegen. So, das kann man eigentlich auch alles noch mal reinlegen in die Montageanlage. Denn ich glaube, das braucht man gar nicht mehr. Das sieht jetzt alles erstmal okay aus. Minuten. Ich glaube, der Wind hebt sich langsam wieder. Und ja, also, was machen wir? Wir werden jetzt erstmal die Plattform hier ein bisschen erweitern. So. Das war's. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Stahlplatten. Nicht viel. Das müsste schon reichen. So, dann nehmen wir uns doch direkt mal genau den Stein. Das gleiche machen wir dann hier auch nochmal auf der Seite. So, dann können wir sowas Schönes machen wie vorne hochfahren, hinten wieder runterfahren. Und sind nicht davon abhängig, dass wir dann das Auto drehen müssen. Wir werden natürlich auch schauen müssen, dass wir die Fläche dann eben wirklich schweißen. Weil sonst wird das ein bisschen schwierig mit hoch und runter fahren. Es wird dann holprig. So, nee, hier wollte ich gar nicht hin. Ich wollte ja hier bleiben. So, dann brauchen wir noch ein paar Stahlplatten. Energy low. So, dann machen wir den Block erstmal fertig. Okay, was hat jetzt gebaut? Okay, auf jeden Fall was, was ich nicht will.
Das ist der richtige. Und sonst. Ach, das war jetzt auch blöd. So, okay. Dann. Ja, schauen wir mal, ob wir auch direkt mal ein Auto gebaut kriegen. Dazu lege ich mir erstmal wieder die ganzen Werkzeuge in die Liste. Charakter, nein, Charakterwerkzeuge. Das ist einmal das Ding. Einmal das Ding. Das brauchen wir nicht fürs Herstellen. Und dann. Das machen wir als nächstes. Die ganzen kleinen Blöcke. Alle Blöcke. Da, kleine Blöcke, das brauchen wir, glaube ich. Okay, aber das sieht noch recht spärlich aus. Da können wir nochmal gucken, wie es jetzt hier aussieht. Rad. Da brauchen wir erstmal einen kleinen Fuß für. Das können wir durchaus schon mal machen. Magnetplatte. Ach, du ahnst es nicht. Ist das jetzt auch was, womit man andocken kann? Gibt es jetzt keinen kleinen Fuß mehr? Sondern nur noch eine kleine Magnetplatte? Ist ja auch witzig. Moment. Bestimmt. Ich wollte es noch sagen. So. So rum möchten wir das Ding bauen. Ich weiß jetzt nicht, ob das eigentlich irrelevant ist, wie rum wir das setzen. Hauptsache, das steht jetzt erstmal. So, 5 Herstellungskomponenten und ein Motor. So, dann brauchen wir noch ein paar Blöcke natürlich. Ich glaube, da reicht es, wenn wir erstmal die hier reinlegen. Und was brauchen wir noch? Na gut, machen wir es erstmal so. So, was machen wir jetzt? Wie breit möchte ich die Bodenplatte haben? Ich glaube, ja, mache ich sie 5 oder 3? Ich glaube, das wird zu breit für ein Fahrzeug. Ich glaube, das wird zu breit. Okay, dann legen wir das Ganze ein bisschen weiter nach hinten durch. Oh, das war falsch. Energy critical. Okay, ich sollte mal wieder ins Raumschiff gehen oder in die Kapsel gehen. Ein bisschen auftanken. Nee, Sunny, den Spielvorschlag, den habe ich nicht gesehen. Aber hau doch mal raus. Ich weiß gar nicht, ich glaube,
Ich komme jetzt auch gar nicht drauf, weil mein Handy gerade belegt ist. Damit steuere ich gerade den Stream. So, okay, ich glaube, das ist immer noch ein bisschen zu kurz. Also ich will hier auf jeden Fall ein paar Container draufpacken. Nee, hier brauche ich nichts mehr zu schmeißen. Ranch Sim. Okay, das hört sich auf jeden Fall irgendwie doch so ein bisschen nach Landwirtschaftssimulator an. Wenn du magst, erzähl ruhig mal was darüber. Also ich kenne es persönlich nicht, aber das muss nichts heißen. Hier noch die Platten dran und auf der anderen Seite natürlich auch. So. Kann auch sein, dass das Ganze ein bisschen zu lang wird, dann nehmen wir es hinten einfach wieder weg. Okay, dann nehmen wir ruhig das hier jetzt nochmal. Ich könnte schon mal ein Cockpit bauen. Welches Cockpit nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme das ganz normale. Ganz normale Cockpit. Kann ich das jetzt überhaupt schon bauen? Das ist eine gute Frage. Vielleicht suche ich einfach danach. Cockpit. Das sieht gut aus. Ja, ich würde es eher mit einem kleinen versuchen. Jetzt mache ich mal vorne drauf. Es wird jetzt auch keine Schönheit. Irgendwann will ich mal richtig geile Schiffe und geile Fahrzeuge bauen. Aber jetzt erstmal zählt nur Funktionalität. So, das können wir dann auch eigentlich nochmal wegnehmen, da kommt später der Erdsensor hin. So, 30 Panzerglas und 9 Stahlplatten. Oh, wir haben ja noch genug davon. Fehlende Materialien, Silizium. Ja, dann bringt ja nichts. Gehen wir jetzt erstmal mal hier die Hydrogenflasche nachfüllen. So. Oh, 1%. Das wäre übel geworden. Das wäre übel geworden. So, damit wir auch möglichst viel mitkriegen. Erstmal alles auf Seite legen. Gefühl, ich komme ja weiter nach oben. Irgendwie glaube ich, das wird auch so sein. Also ich muss ja gerade mal gucken, ob ich hier nicht vielleicht noch mal ein bisschen ebenerdiger bohre.
bekommst halt eine runtergekommene Farm vererbt, die du wieder aufbauen musst. Du hast wilde Tiere im Game, kannst Tiere halten, baust Gebäude auf und so weiter. Hört sich ein bisschen nach Jurassic World an. Aber auf jeden Fall klingt das sehr spannend. Und das ist ein Koop-Game. Okay, dann einmal das wieder zurück. So, das dauert jetzt ein bisschen. Derweil kann ich mal schauen, was wir denn sonst noch so für das Cockpit brauchen. Ja, die Stahlplatten, 15 Computer, die haben wir, glaube ich, sogar noch. Drei dazu. So, die sind drin. 5 Anzeige, ein Motor. Ein Motor. Was haben wir noch? 10 Herstellungskomponenten. Die müssten wir eigentlich auch noch haben. So, können wir nochmal dran. So, fehlt jetzt nur noch der Rest. Die Stahlplatten fehlen noch. Und 7 Panzerglas. Okay, dann dürfte das jetzt auch soweit gut sein. Okay, cool. Okay, ja, das kann man sich ja, können wir uns ja gerne mal anschauen. So, das hätte ich jetzt gerne. Hier, 1, 2, 3. Hier. Okay, dann machen wir das Ganze nochmal in die Richtung. Will ich dann die Aufhängung dran anbringen. Das gleiche machen wir jetzt hier vorne auch nochmal. So. So, auch das schweißen wir fest. Aber ist doch cool, dass man das im Koop zocken kann. Dann schauen wir uns das auf jeden Fall mal an. Ja,
Mal gucken, was das Game kostet. Und mal gucken, vielleicht schaue ich mir das nachher im Bett nochmal in Ruhe an. Was man da so alles machen kann. Ist das denn schon lange draußen? Weißt du das? Hier vorne wollte ich hin. So. Das Ding bekommt auf jeden Fall eine Batterie. Bin mir nicht sicher, ob ich sogar zwei Batterien draufsetzen sollte. Ich weiß ja nicht, wie weit wir fahren. Das ist das Problem. Oder wie weit wir fahren müssen, um Materialien zu finden. Ich nehme auf jeden Fall noch zwei, drei Container mit. Die müssen auch noch irgendwie drauf passen. Das werden aber mittlere Container werden. So. Kleinere Batterie. Das sind 30 Herstellungskomponenten und... Na gut, ich muss ja alles wieder mal zwei nehmen, ne? Aber das... Nein, Quatsch. Das ist doch Blödsinn. So, das ist es. Das sind 50 Stahlplatten und 10 Herstellungskomponenten. Wieder vergessen. Zehn Herstellungskomponenten. Brauchen wir also noch zwei Stück. Das kann ich auch alles irgendwie mal zerlegen hier, ne? Also die nicht unbedingt. Können wir mal rausnehmen, aber das brauche ich alles nicht mehr. Das ist eigentlich nur... Das ist eigentlich... Ressourcen, die man auch anderweitig verwenden könnte. Interne Panzerung eigentlich auch. Eigentlich auch erstmal weg. Obwohl, ich glaube, die brauchen wir nachher für die Container. So. 20, 40 Energiezellen. Nee, nicht zerlegen. Montieren bitte. Na, da fehlt uns jetzt natürlich wieder das Eisen. Ziehen wir direkt mal los. Zu weit. Schon. Geht durch. Ich werde jetzt auch hier irgendwann wieder an die Oberfläche kommen. Naja, was soll's. Okay, wir sind voll.
So, die Batterie fühlt sich auch schon. Das ist doch schon mal ganz gut. Was fehlt jetzt noch? Vier Computer fehlen noch. Vier Computer. So, ich gucke jetzt mal, wie schnell die sich entladen haben. Bedienfeld. Vollständig aufgebraucht in 5 Tagen. Das sollte möglich sein, das bis dahin fertig zu bauen. Dann kümmern wir uns direkt mal um die Radaufhängung. Die dürfte jetzt eigentlich funktionieren. Schauen wir mal. Rad. Offroad-Radaufhängung 3x3. 5x5, 1x1. Ich glaube, ich würde gerne 3x3 nehmen. So, irgendwo muss auch der Pfeil jetzt noch hinzeigen. Aber ich glaube eher so, dass es richtig rum ist. Würde ich mal vermuten, dass die Warnschilder richtig rum sein müssen. Das wäre sonst ziemlich kurios. Und das ist natürlich jetzt auch. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte nicht respawnen. So. Okay, jetzt muss ich gerade mal schauen, warum hier kein Rad dran montiert wird. Vielleicht fehlt das Material. Nein, es fehlt nicht. Gucken, ob wir jetzt das wieder bauen können. Sehr schön. Okay, dann. Das Ganze wird ziemlich breit, glaube ich. Aber anders geht's gerade nicht. Also ginge schon, aber. Lassen wir es erstmal so. So, die Radaufhängung, die braucht 5 Stahlplatten. 5 Stahlplatten mal 36. 20, 30, 40, 50, 60. Waren es, ne? Egal. Oh, hier ist auch kein Rad dran. Sonst ist aber überall ein Rad dran, ne? Ich überlege, wie es wäre, wenn man es eins nach hinten schraubt. Dann sieht das vielleicht ein bisschen, ich sag mal, ergonomischer aus. So. Das hätte ich gerne.
Okay, funktionieren tut es auf jeden Fall. Bin sehr gespannt, wie es nachher fahren wird. So, das ist dann einmal falsch rum. So, okay. Dann hier vorne noch ein Rad. Okay, kann natürlich sein. Kann natürlich sein, dass ich im Weg gestanden habe. Ja, das ist das Problem. Ich stand im Weg. So, dann können wir die erstmal festschweißen. Und das dürfte es dann auch schon gewesen sein. Jawohl. Wie viel habe ich jetzt noch? 18. Zwei und vier dürften 6 noch sein. Dann sind das Herstellungskomponenten 7 plus 10. 10, das wären 60. Okay. 42, glaube ich. Genug dürfte es auf jeden Fall sein. Kurz Panik bekommen. Ich kam nicht mehr raus. Okay, also wir haben das Stahlrohr groß noch 6-mal. Motoren noch 6-mal und kleines Stahlrohr noch 12-mal. So, und ach nee, das geht tatsächlich schon. Okay, also 6-mal das große, 12-mal das kleine und 6 Motoren waren das, glaube ich, ne? Irgendwie sowas. Okay, schauen wir jetzt mal gerade auf die Lenkung. Okay, das geht natürlich so noch nicht. Also ich würde ganz gerne nur, dass die vorderen beiden lenken. Kann natürlich sein, dass der Achsstand so ein bisschen weit auseinander ist. Aber mal so betrachtet, umkippen dürfte er nicht.
so breit wie er ist. Aber wahrscheinlich kriegt das Spiel es doch irgendwie hin, dass er umfällt. Also ein Spielstand ist eigentlich nicht wirklich komplett, bis man nicht einmal mit dem Auto umgekippt ist. Ja, gute Nacht, Sunny. Schlaf gut. Schön, dass du da warst. Und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay, dann schaue ich jetzt noch mal eben. Nee. Kavas, das war das, was ich brauche. Okay, dann stellen wir jetzt einfach mal Reihe nach die. Ist jetzt aber auch ein schönes Wetter hier, ne? Um das zu testen. Okay, einfach mal überall die Lenkung ausstellen. Und die Antriebskraft können wir eigentlich. Ja, die glaube ich, lassen wir mal besser an. Allrad ist schon ganz gut, glaube ich. Aber die Lenkfunktion, die soll halt nur an den vorderen beiden sein. So. Wird ja immer dichter hier. Ich würde sagen, das gibt hier nichts mehr. Es wird auch gerade ziemlich laut hier. Windanlagen laufen auch schon ganz gut. Wenn ich das hier so höre, würde ich am liebsten ganz gerne mir noch so ein Dach oder so eine so Wände, einen geschlossenen Raum hier bauen. Naja, lassen wir das mal. Container. Ich lasse mich mal nicht von dem Sturm hier irritieren. Ich brauche einen Wrack-Container. Und zwar hätte ich ganz gerne einen mittleren. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal auf zwei Stück. Sechzig interne Panzerung. Dann ruhig noch 40 drauf. Schön, dass die Bäume sich nicht bewegen. So, drei Herstellungskomponenten brauchen wir noch. Computer, acht Motoren. Ich die Herstellungskomponenten wieder vergessen. Jawohl, habe ich. Nehmen wir die zwei Anzeigen direkt auch noch mit.
So, okay. Dann brauchen wir auf jeden Fall hier noch einen Verbinder und einen Erdsensor. Der Erdsensor, ich schau mal gerade, was der so braucht. Erdsensor. Bauen können wir ihn schon. Sensorkomponenten und ich glaube da. Nein, Sensorkomponenten können wir auch bauen. Sehr gut. Also, läuft doch alles wie am Schnürchen. Sensor. So, den können wir uns jetzt erstmal hier hinlegen. Sensorkomponente, Computer und Motor. Und zwei Herstellungskomponenten und drei Stahlplatten. Gut, dann haben wir den schon mal dran. Kleine Antenne wäre auch nicht schlecht. Weiß. Gerade, weil ich glaube, da brauchen wir noch eine Kommunikationssystemkomponente. Genau, das ist ja auch schon mal gut, dass wir das haben. Ich glaube, langsam wird der Sturm weniger. Also zumindest hat man schon wieder langsam klare Sicht. Auch wenn es sich noch nicht so anhört. Okay, also ich habe gerade festgestellt, dass das vielleicht gar nicht so geil ist, wenn man mit den großen Öffnungen die beiden Container verbindet. Ich glaube, besser wäre es, wenn man da irgendwie sowas macht. So. Dann können wir nämlich einen Verbinder bauen. Jetzt muss ich nur gucken, wo wir den haben und ob wir den überhaupt schon bauen können. Verbinder. Das ist der Auswurf. Das ist der Verbinder. Dafür brauchen wir beim Förderrohr oder halt eins von den Förderleitungen hier. Das sollte aber, glaube ich, kein Problem sein. Nehmen wir einfach mal hier so ein Förderrohr hier rein. Was brauchen wir dafür? Vier interne Panzerungen. Vier interne Panzerungen. Vier Herstellungskomponenten und ich glaube ein kleines, ein Motor. Das kriegen wir alles hin. Kein Problem. So, dann setzen wir das Ding mal hier dran. Ist eigentlich vollkommen egal wo. Hauptsache, man vergisst die Herstellungskomponenten nicht. So, das haben wir jetzt gebaut. Und das heißt, jetzt müssten wir eigentlich auch schon den Verbinder bauen können. Ja, Binder, da ist er auch schon.
So, und dafür brauchen wir Stahlplatten. Ich würde dann jetzt einfach mal vollkommen unkompliziert hier so draufsetzen. So. Da brauchen wir jetzt 21 Stahlplatten insgesamt. Müssten noch 17 sein. So. 12 Herstellungskomponenten. 12 Herstellungskomponenten. Das können wir schon mal ranschweißen. So, Stahlrohr, Motor und Computer. Ihr drei kommt mit. So, ja, das Ganze ist nicht schön, aber selten. Jetzt können wir euch wieder abmontieren. Ja, also der Zweck ist halt ganz simpel. Ich kann mit meinem Fahrzeug irgendwo hinfahren und habe die Möglichkeit, ah, jetzt kann ich auch wieder hier das Rad einstellen. Mal was direkt mal, bevor es wieder anfängt stürmig zu werden. Also, dich brauche ich nicht. Dich brauche ich auch nicht. Wahrscheinlich wie die letzten beiden. Na, das war Nummer 1. Und dann müsstest du der Letzte sein. Jawohl. Okay, also fahren können wir das Ding jetzt auch schon mal. Das ist ja schon mal gut. Und Erdsensor ist dran. Dann machen wir jetzt noch eine kleine Antenne drauf. Künstliche Masse könnte das Ding auch noch vertragen vielleicht, damit das nicht allzu leicht wird. Aber schon mal um die Antenne kümmern. So, was brauchen wir dafür? Erstmal irgendwas zum Freischalten. Eine Boje. Auch das sollte kein Problem sein. Zwei Stahlplatten. Zwei Stahlplatten, eine Herstellungskomponente, eine Kommunikationskomponente, Computer und ein kleines Stahlrohr. Computer, kleines Stahlrohr. Dann packen wir das Ganze hier mal dran. Nicht mitgenommen. Okay, ich glaube, das sollen 4 sein. Nehmen wir mal noch 2 mit. Ja, eine ist ja schon dran montiert. So. Das ist das. Dann können wir jetzt die Antenne bauen. Antennenschüssel.
Natürlich hätte ich gerne die kleine Antenne. Eigentlich genau das gleiche wie vorhin. Herstellungskomponenten haben wir noch genug. Nehmen wir es ruhig mal mit. Ich glaube, einen Computer brauchen wir auch noch. So. Kleines Stahlrohr vergessen, selbstverständlich. So, K, dann schauen wir uns erstmal den Erdsensor an. Der soll nämlich bitte volles Rohr. Mit Erzdetektor lokalisieren. Die Antenne. Schiffsnamen anzeigen. Ne, braucht man nicht. Funkreichweite 5000 Meter. So viel brauchen wir auch nicht. So. Okay. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, bevor wir starten können, ist eigentlich... Ich mache ihn jetzt mal hier los. Das war nicht so geil. Vielleicht können wir nochmal zurückfahren. So, und dann können wir das Loch hier kurz fixen. So, müssen wir eh bald wieder dann... Oder müssen wir eh dann eben schweißen, dass das sich hier nicht so kacke fahren lässt. Okay, also, was wir jetzt noch brauchen, ist eigentlich ein... Lass mich mal kurz gucken. Wie heißt denn das Ding? Förderband, glaube ich. Das können wir hier mal hinlegen. So, das will ich dann hier hinlegen. So. Genau, da kommt dann ein Kolben drauf und dann können wir das dann, können wir hier so eine Andock-Vorrichtung bauen, womit wir dann mit dem guten Stück uns quasi verbinden können. Dann wird das automatisch in die Raffinerie gepumpt, das was natürlich hier drin ist. Und dann geht das weiter. Dann kriegen wir das alles vollautomatisch hergestellt. So, was brauche ich hier für das gute Stück? Bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt gerade noch fertig machen will. Oder ob ich nicht erstmal auch den Kolben baue. Kolben ginge schon mal. Genau. Dann können wir hier das Ganze wieder rumlegen. Ich bin mir nicht sicher.
Ja, wir müssen ja noch den Verbinder mit dazu nehmen. Also ich glaube, das wird schon notwendig sein, dass wir hier noch den Kolben dran hängen. So, jedenfalls, das können wir ja schon mal fertig bauen. Ich guck mal gerade, was haben wir noch an Stahlplatten? Ich glaube, das könnte sogar reichen, dass wir hier noch so eine gebogene Leitung dran setzen. So. Ja. Interne Panzerung brauchen wir. So, und dann kommt hier noch der andere Verbinder dran. Aber ich bin mir nicht sicher, ich glaube, der ist hier nicht bei. Nee, der müsste hier vorne irgendwo sein. Ach, genau, das ist der Verbinder. So. So sieht das dann aus. Und ich guck mal, also knapp. Knapp nicht hoch genug. Da müssen wir noch eine dranhängen. Ja, hier ist es. Müssen wir noch ein Rohr dranhängen. Ah, nee. So ist es. So, und dann noch mal den Verbinder dran. Fehlt mir, glaube ich, die Stahlplatte. Nee, fehlt mir nicht. Ach so. Oder ich muss einfach noch ein bisschen zurückfahren. So, das wäre die Konstruktion. Die gilt es jetzt erstmal fertig zu bauen. Mal gucken, wie hoch wir hier kommen, aber das ist ja erstmal kein Problem. Dann schauen wir mal, was wir brauchen. Kolben, 15 Stahlplatten. Was brauchen wir noch? Zwei Computer, vier Motoren. Zwei Computer, vier Motoren und vier große Stahlrohre. Okay. Das klappt noch, super. Und drei Herstellungskomponenten noch. So, der Aufsatz, der braucht 8 große Stahlrohre. Ich glaube, jetzt könnte es eng werden. Nee, doch nicht. Und 10 Stahlplatten noch. Dann haben wir den Aufsatz auch fertig. Perfekt. So, und das ist jetzt 14 interne Panzerung. 28. 42. 56. Dann brauchen wir noch
glaube, 100 Herstellungskomponenten. Warte mal. Ja, Herstellungskomponenten waren es, nicht Stahlplatten. Vierundzwanzig, 36, 48, 60 kleine Stahlrohre. So, das sind jetzt noch 6, 12, 18, 24, ich glaube 27 Motoren noch. So, dann brauchen wir noch, das kann man so noch machen, 150, 147 Stahlplatten. Ich glaube, das sind jetzt noch 124. Das war's. Schauen wir mal kurz ins Inventar. 61% sind noch in der Flasche. Dann ziehen wir noch mal eben los und holen noch ein bisschen Stein. Lürks. So. Inventory full. Das ging schnell. Okay, dann können wir mal schauen, was wir sonst noch so brauchen. Wir brauchen 40 Herstellungskomponenten. 20 Computer waren das. 8 Motoren und 12 kleine Stahlrohre. 8 Motoren und 12 kleine Stahlrohre. Damit wird das auch hergestellt und wir können derweil den Kolben ein bisschen einstellen. So, der ist im Moment vollkommen eingefahren. Das heißt, maximale Länge ist 10 Meter. Ich würde sie erstmal so auf
1,5, ja, vielleicht 2 Meter ausfahren. Ah, ich glaube, das braucht noch 2 Meter. Also insgesamt 2 Meter. Und wir haben es auf 2 Meter, dann vielleicht auf 2,5. Ja. Eigentlich schon mal ganz gut aus. Mal, ob jetzt hier alles schon fertiggestellt wurde. Sieht so aus. Okay, dann machen wir Folgendes. Dann nehmen wir jetzt erstmal wieder die Minimalmenge. Minimalhöhe rein. So, die ist bei... Mach mal ruhig mal bei 2,30. Ja. 2,10 vielleicht. Okay. Okay, ich glaube 10 Zentimeter gehen da noch. Vielleicht noch einen. Mut zum Risiko. Ja, ich glaube, das dürfte jetzt besser gehen. Oder auch nicht. Na. So, Kolben gehen wir doch nochmal auf 1,80. Oder auf 1,70. Ja, das sieht gut aus. Okay, cool. Jetzt ist er verbunden und das heißt, er dürfte jetzt auch vollladen. Schauen wir mal. So, die Batterie. Vollständig aufgeladen in 22 Minuten. Okay, das ist gut. Dann kann die Batterie jetzt erstmal laden und wenn sie voll ist, können wir dann vielleicht schon mal eine Erkundungsmission fahren und mal schauen, ob wir hier irgendwo Erze finden. Und wenn wir die haben, dann sieht das Ganze doch schon mal wieder ganz anders aus. Dann stehen uns noch mal ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung,
Denn ich glaube, für das Metallgitter brauchen wir Kobalt. Und Kobalt finden wir nicht in Steinen. Das müssen wir schon selbst finden. Und wenn wir das gefunden haben, dann geht das schon mal wesentlich besser voran. Dann können wir uns eine Raffinerie bauen. Und dann können wir auch schon unser erstes Fluggefährt bauen. Und vielleicht können wir dann diese Berggipfel da schon mal angehen und uns unsere Bergbasis schaffen. Das wäre auf jeden Fall cool. Für heute war es das auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Oder folgt mir auf Twitch oder YouTube, wie auch immer. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer ihr euch das Video anschaut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.